immer wieder gerne interviewe, weil er so wunderbar auf Augenhöhe ist. Maschine, herzlich willkommen dir hier auf dem roten Teppich. Sag mal, heute wird das ein Abend für dich zur tiefen Entspannung oder musst du arbeiten? Ich muss arbeiten. Ach Mensch. Ich bin um 21.33 Uhr dran. 21.33 Uhr, so genau wird geplant bei der Goldenen Henne. Was gibt's von dir zu hören heute? Von meinem Soloalbum, von meinem aktuellen, der Song Ehe der Krieg beginnt. Oh, große Botschaft. Sag mal, wie fühlt es sich so an, so alleine unterwegs zu sein ohne den Pullis? Das ist auch mal ganz abwechslungsreich. Heute wird es auch eine abwechslungsreiche Abendmaschine. Dir vielen Dank und viel Spaß dabei, ja? Sehr gerne. Und ehe der Krieg beginnt, kannst du ihn sehen. Du siehst den Krieg entstehen, sobald die Fahnen sich zum Winde hindrehen, die Leute still in ihre Häuser gehen und Mütter greifen an das nach dem Kind. Ehe er beginnt, riechst du den Krieg im Wind. Und das Korn auf dem Halm und die Hoffnung im Leib und das Leben verdirbt, wenn eine Stadt auf dieser Erde stirbt. Leben, er stirbt, das am
Der neue